Hallo zusammen, heute möchte ich euch einmal einen Geldruck erklären. Ich habe hier eine gekaufte Gelplatte, die ist schon ein bisschen verschmutzt, aber ich bekomme das nicht mehr herunter, da ich sehr feine Acrylfarben verwende, die so pigmentiert sind, dass sich die Pigmente hier reinarbeiten, auch wenn man das abwischt, ich bekomme es nicht mehr sauber. Aber ich kann euch ja trotzdem zeigen, wie es funktioniert. Und zwar brauche ich dazu, wie gesagt, hochwertige Acrylfarben, die nicht so viele Füllstoffe haben. Ich verwende hier gerne die von der Firma Golden. Auch mit Trocknungsverzögerer drin, die Golden Open, beziehungsweise auch die Prima Acryl sind sehr gut. Und dann versuche ich einen Geldruck mit einer alten Häkeldecke, besser gesagt, das ist ein Vorhang mit einem lustigen Muster. Hierfür trage ich einmal passende Farben auf. Das ist ein Saftgrün. Das mische ich mit ein bisschen ein Orange. Und dann noch ein bisschen dieses Violett. Jetzt brauche ich noch einen Farbroller. Den habe ich hier. Auch der sollte ganz sauber sein. So. Und jetzt verteile ich die Farben vorsichtig über diese Platte. Ihr seht, es entsteht schon ein sehr nettes Muster. Und nun nehme ich diese Häkeldecke und mache hier einen Abdruck. Und dann noch weiter oben. Und hier noch einen kleinen Teil im Eck. Jetzt druckt sich das Muster in die Gelplatte und dann hoffe ich, dass sich das auf mein Papier überträgt. Ich habe hier ein Sea-White Papier mit 140 Gramm. Ihr könnt auch ein dünneres nehmen. Es ist relativ glatt. Normalerweise sollte man sich Zeichen machen, damit man das Papier schön auflegen kann, damit das auch in der Mitte ist. Ich mache das meistens so, wenn ich nur experimentiere, dass ich mir mal schaue, okay, das ist in der Mitte und dann versuche ich gerade hinaufzufahren. Weil wenn auf einer Seite mehr Platz unten ist, dann stört mich das nicht. So, jetzt drucke ich das fest ab. Und jetzt werden wir gleich schauen, das ist immer spannend, was da herauskommt. Okay, seht ihr das? Das schaut fast aus, als hätte ich diese Häkeldecke fotografiert. Ihr könnt natürlich auch andere Farben verwenden. Aber ihr seht hier, der Unterschied ist ganz gut. Dort, wo ich mehr Farbe verwendet habe und weniger, ist eigentlich ganz gut gelungen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen.